Was geht ab, meine Z-Fighter, Ozer hier. Und heute gibt es das Showcase zum göttlichen Duo, zum Strength Super Saiyan Blue Vegeta und Ability Super Saiyan Blue Goku. Die ersten, das waren die ersten Super Saiyan God, Super Saiyan Goku und Vegeta im Spiel. Ich habe beide auf 100% gebracht. Beide Charaktere bekommen durch ihre Passive 100% auf den Angriff, wenn sie angreifen. Und beide habe ich dementsprechend dann auf Crit gesetzt. Zudem, Leute, zudem teilen sie sich 6 von 7 Link-Skills, geben sich insgesamt Ki plus 2 und 50% auf den Angriff plus 7 und Angriff. Das ist Resurrection F-Link-Skill. Aber der wurde in JP noch geändert, prozentual. Also wenn das kommt, werden sie auf jeden Fall noch mehr reinhauen. Worum es nur hier geht, ist, damals konnte man beide nicht in einem Team spielen. Heute können wir es eigentlich. Also konnte man damals schon, aber der Boost war nicht gut. Heute können wir es in dem Realm of Gods Team. Und die beiden Dudes werden als Duo, ich werde sie immer als Duo lassen und showcasen, werden sowas von reinhauen. Dementsprechend werden wir uns das Ganze gleich anschauen. Und heute werde ich euch auf jeden Fall zeigen, dass ihr die zwei Dudes als Combo in ein, als Duo in einer Rotation als Team nicht unterschätzen dürft. Deswegen würde ich sagen, legen wir gleich los. Alles klar, wir sind im Dokkan-Event und zwar beziehungsweise im Boss-Rush. Wir werden aber nicht das ganze Boss-Rush machen, weil das wird zu lange dauern. Wir machen so weit, bis wir beide vollends showcasen konnten. Was meine ich mit vollends? Ich will auf jeden Fall beide in eine Rotation haben. Das ist in der nächsten Runde der Fall. Und dann will ich auf jeden Fall das Maximum aus beiden rausholen, nämlich Typenvorteil Crit, wie sie da komplett eskalieren, will ich auf jeden Fall sehen. Bis dahin quasi machen wir das Video bzw. das Boss Rush. Wir werden nicht Boss Rush ganz durchmachen. Seid aber auf jeden Fall gespannt, was die zwei Dudes drauf haben. Denn ich kann es wirklich immer und immer wieder sagen. Zusammen als Duo in einer Rotation geben sich 6 von 7 Link-Skills. Ki plus 2, 50% und 700 Angriff durch Resurrection F. Wir werden uns das gleiche gleich ansehen. Ganze gleich ansehen. Nämlich, wenn wir reingucken, ist es zum einen Super Saiyan sind 10%, Warrior Gods sind 10%. Okay, Goku hat die Kamehameha, sind 2500. Das wird ihm jeder andere Goku geben, wenn er in Rotation kommt. Vegeta hat Prodigies, das wird ihm Kami geben. Super God Combat haben wir an der Stelle 15%, Resurrection F 700, aber in JP wurde das geändert, wurde auch zu einem prozentualen Boost. Heißt, wenn das in Global geändert wird, werden sie noch mehr reinhauen. Dann haben wir noch Prepare for Battle, Ki plus 2 und Fierce Battle 15% und somit kommen wir dann, wie gesagt, auf Ki plus 2 und 50% und 700 Angriff zusätzlich dazu. Und wenn ich euch eins zeigen darf, so haben beide jetzt so um die 60.000 Angriff, wenn wir sie zusammenbringen, boom, 90.000. So viel machen Link-Skills aus, meine Freunde. Und ja, wir schauen jetzt einfach mal, was abgeht. Behaltet aber im Hinterkopf, wir sind im Boss-Rush, heißt jeder Gegner ist gewissermaßen tanky. Also deswegen werden wir darauf achten, was in dem 78 Uhr getankt, was hier steht. Aufgerundet 1,3 Millionen Schaden, beziehungsweise Angriffsset. Hier steht es wieder, Edition Ulti 1,3 Millionen. Und der Dude zeigt es auf jeden Fall schon mal sehr gut raus. Er hat jetzt quasi nicht diese 1,3 Millionen gemacht, weil er keinen Typenvorteil hatte und weil, wie gesagt, Dokkan Events tanky sind. Deswegen will ich da das Maximum rausholen. Aber das, Leute, sagt wirklich sehr viel aus. Das sagt quasi im Prinzip aus, wenn die Ulti da fliegt und oben links im Zahnrad dann steht, okay, was sein Angriffsstats ist. Das ist quasi sein neutraler Angriffsstats, bevor er einen Gegner trifft. Weil wenn ein Gegner trifft, werden dann Typenvorteil, Nachteil dazu gezählt, Tankiness des Gegners und so weiter und so fort. Aber das ist quasi die Statistik, die uns zeigt, okay, das ist eigentlich der Schaden bzw. der Angriffboost, den er haben wird bzw. den er hat. Das Ganze wird dann umkonvertiert, wie gesagt, Typennachteil, Vorteil und so weiter und so fort. Genau, zum einen will ich so eine Rotation haben, weil hier hat dann unser Goku Kamehameha getriggert. Heißt, hier sind alle Link-Skills von Goku getriggert. Er hat einen Typenvorteil. Also bin ich auf jeden Fall gespannt, was für Schaden die Goku machen wird. Kamehameha hat von UI bekommen, by the way. Und auf der anderen Seite will ich dann Kami reinholen in die Rotation, damit er Prodigies für Vegeta gibt. Vegeta hat hier 1,1 Millionen. An der Stelle mit seiner Big Bang Attack. Und jetzt kommt Goku her. Jetzt bin ich gespannt. 1,2 Millionen wieder ungefähr. Genau das. 1,8 Millionen Crit. Also von Goku haben wir gut was gesehen. Quasi schon mit Typenvorteil Crit geholt. Alle Links sind getriggert, sehr cool. Jetzt wollen wir noch von Vegeta, beziehungsweise von Goku werden wir natürlich auch noch sehr, sehr viel sehen. Aber von Vegeta wollen wir da auf jeden Fall auch noch ein bisschen was sehen. Eigentlich will ich den Dude ungern ulten, weil ich, es dreht sich hier nur um Goku Blue und Vegeta Blue, wenn ich ehrlich bin. Und die anderen Jungs sollen da nicht allzu viel machen.
Und darauf bin ich auf jeden Fall gespannt. Man kann natürlich auch weitere Duos spielen in jedem anderen Team. Zuvor, bevor es diesen Dream of Godzilla gab, hat man Agility Goku Blue, den hier, mit dem Agility Vegeta Blue, beide sind auch aus Resurrection F Games, auch die genauen Link Skills, also 6 von 7, gespielt in einem Super Agility Team. Einziger Unterschied war, Vegeta hat nicht wie dieser hier 100% auf den Angriff bekommen, wenn er ultet, sondern 80% auf Verteidigung und Angriff. Aber die beiden als Duo in einem Super Agility Team hauen immer noch rein, immer noch. So, das ist sehr nice. Und zwar haben wir jetzt bei Vegeta jeden Linkskill getriggert, nur schade, wir haben keinen Typenvorteil. Goku hat einen Typenvorteil, oh, wir kommen auch keine Ulti auf Vegeta. Hm, schade, schade. Aber Goku sollte das erklären, denn Goku hat hier einen Typenvorteil gegen vierfachen Goku. Schauen wir mal. Ist Super Saiyan Blue stärker oder vierfacher? 1,3 Millionen Angriffssets, komm schon, hau einen saftigen Crit raus. Ah, ohne Crit 1 Million mit Typenvorteil, sehr gut. Wir haben gesehen, ohne Crit 1 Million, mit Crit 1,8, ja. Sehr cool, also Kakarot. Beide sind natürlich auf 100%, ja. Aber ey, sie hauen wirklich sehr, sehr gut raus. Sie hauen wirklich sehr, sehr guten Schaden raus. Man kann natürlich auch hergehen. Oh, jetzt habe ich mit den leider geultet, macht nichts. Man kann natürlich auch jeden anderen Vegeta Blue mit Goku Blue spielen. Beispielsweise die ersten, die euch wahrscheinlich einfallen würden, wären die besseren Versionen der beiden Charaktere. Int Vegeta Blue mit Kaioken Goku Blue. Beim Int Vegeta Blue kann ich sagen, mit hoher Sicherheit, beziehungsweise zuversichtlich, er ist besser. Wenn beide auf besser hat, das Strength Vegeta Blue. Wenn beide auf 100% sind, der Int ist besser. Dann könnt ihr natürlich sagen, ey, aber Ozu, warte mal. Die bekommen beide 100% auf den Angriff. Ja, stimmt. Aber Vegeta hat noch zusätzlich den Debuff. Aber das ist nicht das, was ihn ausmacht. Vegeta hat zum einen der Int bessere Stats und hat immense Damage, wenn er eine Ulti macht. Und diese Dudes haben nur Supreme und immense ist höher. Bei Kaioken Goku Blue und dem Goku Blue würde ich sagen, dieser ist besser in der Konstellation, weil Kaioken Goku Blue bekommt nur einen konstanten Boost auf seinen Angriff durch die Passive. Und dieser hier bekommt einen prozentualen. Und prozentual Boosts sind viel, viel besser als so konstante Boosts. Deswegen kann ich auch mit Zuversicht sagen, dieser ist besser als Kaioken Goku Blue. Man mag es da nicht glauben, aber das haben sie mit Kaioken Goku Blue quasi verkackt, um ehrlich zu sein, dass sie den konstanten Boost gegeben haben. Eine Sache ist jedoch, die zwei Int Vegeta Blue und Kaioken Goku Blue linken sich nicht so gut wie diese beiden Jungs. Ja, die geben sich nicht fast alle. Oh mein Gott! 2,4, also von Kakarot haben wir richtig Geiles gesehen. Jetzt ist mal Vegeta dran. Problem ist, Vegeta hat seinen Typenvorteil erst bei Cooler, wenn mich alles täuscht. Okay, wir bekommen hier fast einen Doka-Mode. Diesen Doka-Mode will ich auf jeden Fall verhindern. Können wir das, wenn wir das so machen? Ja. Yep. Ich will mit den Jungs nicht ulten, mit gar keinem von beiden. Ich will entweder mit Goku oder Vegeta ulten. Deswegen machen wir das Ganze mal. Machen wir das Ganze mal so. Und ja, nächste Runde werden wir den Doka-Mode haben und gehen in den Doka-Mode mal unsere Boy Vegeta, weil der leider Typenvorteil erstmal cooler, glaube ich mal. Nächste Vierer, egal. Bis dahin werden wir auf jeden Fall noch kommen. Aber mal gucken wir mal, was jetzt abgeht. Und zwar, let's go. Zack. Also von Kakarot haben wir wirklich sehr, sehr viel und Geiles gesehen. Hauen wir jetzt mal Vegeta raus. Ich muss kurz meinen Finger aufwärmen, damit die auch alles richtig tippen. Nice. Leute, wenn euch das Ganze schon gefällt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und falls ihr neu hier seid, drückt auf den Abo-Button, aktiviert die Abo-Glocke, damit ihr nichts verpasst. Währenddessen macht unser Boy Vegeta seinen Doka-Mode. Und wir sind alle auf sein. Kritte mit dem Doka-Mode. Leider kein Crit. Aber 1,6 Millionen ohne Crit ist sehr, sehr gut. Mit einem Doka-Mode verstärkt. Gebe ich euch recht, auf von Vegeta wollen wir auf jeden Fall noch einen Crit sehen mit Typenvorteil. Ah, by the way, wir hätten Typenvorteil in den letzten. Ah, hier haben wir einen Physisch-Char. Den behalten wir uns auf und lassen mal Vegeta auf ihn los. Ja, das machen wir. Komm mal her, Dude. Komm du mal her jetzt. Und zwar machen wir das erstmal so. Wir müssen gar nicht auf Cooler warten. Wir nehmen diesen Nies hier. Und ich hoffe auf einen schönen Crit. Und nächste Runde kommt sogar Kami rein. Heißt, ja, wir werden jeden Linkskill von Vegeta getriggert haben mit einem Typenvorteil. Da bin ich wirklich gespannt, was sein Schaden sein wird, und dann können wir das Ganze beenden. Okay, darauf bin ich gespannt. Ja, du, Ulte ist schön noch. Wir kommen gleich auf dich zurück, mein Freund. alright, so. Ja, ultet alle. Jeder darf einmal ulten. Wartet ab, Vegeta kommt gleich und macht hier Sense. Jetzt, jeder Linkskill von Vegeta ist getriggert. Wir lassen Goku, muss nicht ulten, ich lasse Goku trotzdem auf den Tech los, weil falls er eine Additional Ulti macht,
könnte der vielleicht auf den physischen auch drauf. Crit. Crit für Vegeta. Typenvorteil. Alle Links sind getriggert. Wirklich jeder Linksel ist von Vegeta hier getriggert. Wir werden uns gleich sein Angriffsset betrachten und dann hoffen wir auf einen saftigen Crit. Komm schon, 40% Chance zu critten. Tu es! 1,37 Millionen und... Oh mein Gott. 2,7 Millionen ohne Crit. 2,7 Millionen ohne Crit. 2,7 Millionen ohne Crit. Ich bin natürlich immer noch nicht zufrieden. Ich will auf jeden Fall einen Crit und einen Typenvorteil sehen. Wir gehen zu Cooler. Wir gehen auf zu Cooler. Wir gehen auf jeden Fall noch auf zu Cooler. Und ja, da wollen wir dann auf jeden Fall noch Crit sehen. Alles klar, was sehen wir von unserem Duo hier an der Stelle? Was können sie ausrichten? Keiner hat hier an der Stelle einen Typenvorteil. Dennoch gucken wir mal, was sie da ausrichten können. Vegeta-sama. Ja, ein Crit von dir wäre wirklich nice. Und da kommt schon ein Crit, 1,5 Millionen. Und Additional, okay, Additional Ultimate, ein Crit. Macht nichts an der Stelle. Aber Kakarot hier auch. Sie wollen zu... 2,4 Millionen Crit. Sie wollen zum physisch cooler. Sie wollen zum physisch cooler. Jetzt, meine Freunde, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Wir haben für Vegeta alles getriggert. Wir haben einen Dokkan-Mode auf Vegeta. Dokkan-Mode auf Vegeta. Typenvorteil. Der wird das entweder... Der wird den One-Shotten. Wir brauchen aber einen Crit. Alle Linkskins sind wieder getriggert. Let's go. Let's go. Davor hatten wir 2, wie viel waren 7 oder 4? Das kommt schon. Jetzt bin ich gespannt, jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt, was hier jetzt abgeht. Typenvorteil auf Vegeta, ihn werden wir noch showcasen, das werden wir zeigen, Crit oder nicht. Crit wäre richtig geil, aber es wird auf jeden Fall sehr viel Schaden machen. Jeder Linksel ist getriggert für unseren Boy Vegeta. Kakarot hat da wirklich sehr viel Schaden gemacht, ihn haben wir auch sehr gut gesehen. Und leider wieder kein Crit, aber an der Stelle beenden wir das Ganze, weil auch selbst Vegeta macht wirklich immensen Schaden. Wäre das ein Crit, das wäre über 3 Millionen auf jeden Fall. Ich hoffe, das Ganze hat euch, wie gesagt, dementsprechend gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.